Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren 5 Minuten Mittwoch, zu einer weiteren Review hier auf meinem Kanal. Heute geht es um, ja, Frostpunk. Frostpunk, was ist das? Es ist ein City Builder, aber es ist auch ein Survival-Spiel. Es ist, wie der Titel vielleicht schon vermuten lässt, es wird kalt. Es wird verdammt kalt. Es wird bis zu minus 150 Grad kalt. Und das ist echt kalt. Worum geht's? Also, wir rennen vor einem Sturm davon. Wir sind gerade in London, sind wir ausgezogen und sagen, nö, das ist mir hier zu kalt. Ich ziehe in den Norden, weil im Norden ist immer noch wärmer als hier gerade, ne? Weil minus 150 Grad ist nicht so kalt wie minus 20 Grad. So, wir sind jetzt also hier in unserem kleinen Enklave angekommen. Vieles ist schon schief gelaufen, viele Leute sind dabei draufgegangen. Das ist natürlich uncool, ne? Aber vielleicht gibt es da draußen noch ein paar Überlebende. Wir müssen uns jetzt aber erstmal so die Grundversorgung aufbauen. Und zwar haben wir verschiedene Ressourcen. Wir haben natürlich Holz und Kohle. Ja? Wir haben Stahl, wir haben Nahrung und wir haben Dampfkerne. Fangen wir mal oben an. So, Holz und Stahl, könnt ihr euch sicherlich denken, ist Baumaterial. Ne? Da kann man Verschläge draus machen, Zelte, ne? So Holzstange, dann eine Leine drüber spannen, zack, hat man ein Zelt. Dann, wenn man hinterher in Richtung Stahl geht, kann man vielleicht schon ein Steampunk-mäßiges Haus draus bauen. Denn Dampf, ne, wie wir schon gerade gehört haben, Dampfkerne sind ein wichtiges Thema in diesem Spiel. Und zwar dreht sich alles um diesen zentralen Generator, den zentralen Hub. Der verbraucht auch praktisch stündlich Kohle und da muss man natürlich nachlegen, immer, dass da halt ordentlich Kohle auch verbrannt wird, ne? Beziehungsweise, dass man ordentlich was auf der Halde hat, damit man halt auch mal einen Temperaturdrop überstehen kann. Kohle, wie gesagt, kann man entweder aus Minen bekommen, kann man aber auch auf dem Boden so ein bisschen finden, oder es gibt auch den sogenannten Kohlegenerator. Das ist so eine Art Fracking für Kohle. Das heißt, ihr pumpt Wasser in den Boden und Kohle kommt irgendwie raus. Kann man dann auch wieder einsammeln. Eigentlich eine ganz coole Sache. Holz natürlich gibt es als Bäume auf der Map, ne? Aber natürlich auch den sogenannten Mauerbohrer. Das heißt, diese Eiswände, die sich rechts und links auftürmen, das war früher mal ein Wald und da kann man reinbohren und entsprechend da halt auch noch ein bisschen Holz, ja, rausarbeiten aus diesem Eis, wie auch immer. Muss man praktisch nur freischmelzen, wenn man so möchte. Stahl, da gibt es eine bestimmte Region auf der Map, wo halt ein Eisenerzvorkommen ist. Das kann man halt durch sogenannte Stahlwerke, ja, bearbeiten und dann auch entsprechend wegschmelzen und in kleine handliche Portionen unterteilen. Genau. Nahrung gibt es zwei verschiedene Formen, einmal die Rohnahrung und einmal die fertige Nahrung. Die Rohnahrung bekommt man entweder über Jäger oder über Treibhäuser oder durch zum Beispiel das Erkunden der Map. Und die kann man dann in den entsprechenden, ja, Speisehäusern, nennt sich das, also so eine Art Suppenküche im Endeffekt, kann man das dann halt verarbeiten zu normalen Mahlzeiten oder halt auch zu Suppe, je nachdem, was man halt da ausgewählt hat. Da gibt es dann halt auch entsprechende Möglichkeiten im Gesetzesystem, denn man hat die Möglichkeit, alle paar Stunden ein Gesetz zu erlassen. Und dieses Gesetz ist auch unwiederbringbar, also ist unwiderruflich, du kannst es nicht ändern. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel dafür entscheidest, dass Kinder nicht arbeiten gehen sollen, dann hast du für den Rest deiner Spielzeit entsprechend ja, gute, billige Arbeitsplätze verwirkt. Aber man kann dadurch zum Beispiel ein weiteres Gesetz erlassen, indem man sagen kann, ja Moment, aber die Kinder dürfen zwar nicht arbeiten, aber die dürfen jetzt gerne in Werkstätten mithelfen oder in Sanitätshäusern. Ja, und würden da entsprechend dann einen entsprechenden Boost bringen. Ist eigentlich eine ganz coole Idee. Finde ich auf jeden Fall. Bin ein sehr großer Freund davon, dass man hier permanente Entscheidungen hat. Das heißt, sowas ist natürlich auch extrem lustig für einen Stream, wer gestern dabei war. Es war extrem lustig. Wir haben so ein bisschen eskaliert und ein totalitäres Regime aufgebaut, ne? Weil Leute brauchen keine Hoffnung, wenn sie uns gehorchen. Ne? So nach dem Motto. Ja, wer halt irgendwie Parolen gegen uns mal, zack, ab ins Gefängnis, das wird dann auch nicht geheizt, ne? Muss ja auch nicht sein, unbedingt. Aber so viel zu dem Thema. Wie gesagt, Gesetzsystem mega lustig, mega cool darauf ausgelegt, das auch so ein bisschen interaktiv im Chat zu machen. Man kann viel, viel Mist machen, macht mega viel Spaß. Neben den normalen Ressourcenabbaupunkten, die wir gerade schon ein bisschen angerissen haben, gibt es natürlich auf der großen Map, ne? Also man hat einmal diese kleine Stadtkarte und einmal die Umgebungskarte. Auf der Umgebungskarte gibt es dann kleine Positionen, zu denen man mit Speerschlitten hinreisen kann und dann gucken kann, ob man da noch irgendwie was findet, was nicht nied- und nagelfest ist und dann praktisch alles wieder in die eigentliche Kolonie schafft und schleppt. Finde ich ganz cool gemacht.
In einigen Szenarien gibt es dann auch sogenannte Außenposten-Teams. Das heißt, man kann permanente Außenposten irgendwo hinsetzen und die produzieren dann den vor Ort dargestellten vorhandenen Ressourcenpunkt, wie auch immer. Also zum Beispiel Dampfkerne, die man für fortgeschrittene Technologien und fortgeschrittene Gebäude braucht, die können nicht in der eigenen Stadt produziert werden, die müssen entweder gefunden werden oder halt über solche Außenposten beschafft werden. Oder wenn zum Beispiel eine Kohlemine ist, dann hat man entweder die Möglichkeit, man raidet das alles und baut das alles ab, oder man lässt sich die Option offen, dahinterher noch einen Kohlenminen-Außenposten hinzusetzen, der dann praktisch einmal am Tag 800 Einheiten Kohle in die Heimatstadt schafft. Finde ich eigentlich ganz cool, aber gut, muss jeder selber wissen, ne? Auch da wieder Entscheidungsfreiheit, finde ich richtig gut gemacht. Es gibt einen Forschungstree, ne, der teilt sich auf in verschiedene Gebiete. Man hat einmal diesen ganzen Heizungstree, ne, wo es dann halt um den Generator geht, um kleine Generatoren in den einzelnen Häusern, um kleinere Subgeneratoren für kleinere Stadtgebiete etc. pp. Eigentlich ganz cool gemacht. Dann natürlich ein Erkundungstree, wo dann halt auch so die Fabriken und Roboter drin sind, denn Roboter können euch extrem viel Kohle sparen, Zeit und Nerven sparen, weil entweder ihr sagt den Arbeitern, sie haben halt extrem lange Arbeitstage von, ich glaube, 8 bis 20 Uhr ist der lange Arbeitstag und von 8 bis 18 Uhr ist irgendwie der kurze Arbeitstag. Aber wie gesagt, man kann dann halt da auch nochmal ein bisschen was einstellen und tunen. Wie gesagt, die Roboter, die arbeiten halt durch, sind aber auch extrem teuer, kosten halt auch Dampfkerne, muss man halt auch irgendwie erstmal drankommen. Aber an sich eigentlich eine ganz coole Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Dann gibt es natürlich noch den Ressourcentree. Da kann man letztendlich seine Ressourcengebäude aufwerten und so ein paar Upgrades auch bekommen, dass man entsprechend auch schneller Ressourcen sammeln kann, beziehungsweise ich glaube, einige sind dabei, die dann halt die Gebiete, um die herum gearbeitet wird, vergrößern. Beim Sägewerk ist das, glaube ich, der Fall. Das letzte ist dann halt Nahrung und Gesundheitswesen, hast du nicht gesehen. Eigentlich selbst erklären. Du bekommst mehr Nahrung oder dein Krankenhaus wird halt besser etc. pp. In dem gleichen Tree ist dann aber auch noch so ein paar Häuser-Upgrades inklusive Häuserdämmung. Das ist eigentlich auch immer eine ganz gute Sache, wenn man die hat. Denn je besser ein Haus gedämmt ist, desto weniger muss ich es heizen. Das heißt, desto weniger Aufwand muss ich betreiben, um Kohle ranzuschaffen. Das ist natürlich sinnvoll. Wie gesagt, das Wetter wird nach und nach schlechter. Ich möchte jetzt auch nicht das Ende spoilern, aber es wird Phasen geben, wo es halt ein bisschen runterdroppt, dann hat man halt eine kalte Phase, dann geht das halt wieder ein bisschen hoch etc. pp. Je nachdem, wie man den Schwierigkeitsgrad eingestellt hat, wird das halt länger dauern oder ist vielleicht auch permanent. Ne? Das heißt, wenn ihr Pech habt, dann habt ihr am zweiten Tag direkt einen Temperaturdrop auf minus 60 Grad und seid im Endeffekt innerhalb von 2 Tagen am Arsch. Aber man muss sich, glaube ich, immer eine gewisse Random-Komponente ist dabei. Aber trotzdem ist halt immer noch so der Kerngedanke. Es ist machbar, aber man muss halt auf extrem viele Sachen achten. Alles in allem. Unglaublich, unglaublich coole Story dahinter. Ne? Finde ich auf jeden Fall. Ich habe jetzt meinen ersten Run fertig. Ne? Hab den aber halt separat vom Stream-Run gemacht. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Ich habe jetzt auch schon das nächste Szenario praktisch privat angefangen. Das ist auch das, was ihr heute im Gameplay sehen werdet. Ich kann nur beide Daumen hochdrücken. Es geht halt wirklich nicht anders. Es macht unglaublich viel Spaß. Es macht unglaublich viel Spaß, auch wenn man es, ich sag's mal, zusammenspielt, obwohl es ein Einzelspielerspiel ist, ne? Sich darüber austauschen, was jetzt hier die sinnvollste Entscheidung für die entsprechende Kolonie wäre. Leute, gönnt es euch. Ich glaube, es kostet im Moment 30 Euro, aber das ist es auf jeden Fall wert, weil ich habe jetzt, glaube ich, allein jetzt schon 10 Stunden reingesteckt und es kam gestern raus. Und ich denke auf jeden Fall, dass ich für jedes der anderen Szenarien auch nochmal jeweils 10 Stunden da reinstecken werde. Und ich glaube, das sind die 3, die aktuell verfügbar sind. Und da sollen auf jeden Fall auch noch mehr Szenarien kommen. Also von daher bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch folgt. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, euch hat das ein bisschen weitergeholfen. Hoffe natürlich, ihr hattet Spaß. Wenn ja, abonniert den Kanal, teilt das Video mit euren Freunden. Das würde mich unglaublich glücklich machen und mir weiterhelfen. Denn wir wollen ja die 5000 Abonnenten dieses Jahr knacken. Also, go, go. Ihr schafft das und ich schaff das auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Streams, im nächsten 5-Minuten-Mittwoch oder im nächsten YouTube-Help-Video. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Aber ich glaube, ich habe schon eine Idee. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz recht herzlich und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein.